Guten Morgen, Leute. Ja, da bin ich wieder hier quer durch Deutschland, Leute. Hier geht's rund, hier geht's weiter. Ihr seht, wie keine gewohnte Umgebung, nicht das Auto, im Auto. Wie, du bist noch draußen? Ja, das bin ich noch, Leute, weil ich euch einiges zeigen will. Weil ich bin hier bei Edeka, Deichmann, Lidl und sogar, wo man gut frühstücken kann, muss ich sagen, und auch gestern meinen leckeren Erdbeerkuchen gegessen habe, nämlich Brothauskaffee. Kann ich euch echt mega empfehlen. Schmeckt mega gut und ich versuche es euch noch mal zu zeigen. Ja, da kann man echt mega gut essen. Und ja, Leute, ich muss auch bald langsam wieder los. Ich bin hier, stehe hier an so einem Feldweg mit meinem Auto. Ja, ne, ich zeige euch noch hier ein bisschen die. Ja, da ist so ein Schuhcontainer und Kleidercontainer, wo man Kleider reinschmeißen kann. Können wir ja alle schon. Sowas ist uns nicht unbekannt. Hier ist die schöne Natur. Und ja, da geht es halt zu dem Sinn. Auf diesem Feldweg stehen wir. Ja gut, das Auto zeige ich euch jetzt auch nicht unbedingt. Wir stehen hier, glaube ich, neben Taco, wo ich mir gestern was Schönes gekauft habe. Das werde ich euch auch nochmal zeigen. Genauso wie ich noch was euch zeigen wollte, das fällt mir jetzt gerade nur nicht ein. Ja, Leute, wir steigen jetzt erstmal ins Auto. Wo ihr das alte gewohnte Bild gewohnt, das alte Bild gewöhnt seid. So. Handy rein, umdrehen und weiter geht's, Leute. Ja, Leute, ja, wir gucken mal die Zeit an. Bis 10 Minuten Zeit haben wir noch. Da können wir ein bisschen noch. Ja, es war hier mega schön. Ich war auch, jetzt weiß ich, was ich euch zeige. Ich war auch griechisch gestern essen. Muss ich sagen, der war auch nicht teuer unbedingt. Also, ich habe, ja, wäre ich jetzt zu McDonald's gegangen, habe ich, sage ich mal so, hätte ich das gleiche bezahlt. Nur, dass ich bei McDonald's ein bisschen mehr bezahlt hätte, aber weniger gehabt hätte, weil McDonald's man sehr schnell wieder Hunger kriegt, so in 2 Stunden. Bei dem Essen vom Griechen, muss ich sagen, habe ich die ganze Nacht kein bisschen Hunger gekriegt. Und ich muss sagen, an so einem Feldweg kann man besser schlafen als auf einer Raststation, habe ich festgestellt. Nur du musst nun mal gucken, dass du irgendwas in der Nähe hast, wo du noch Essen kriegst. Also nicht nur so Edeka oder Lidl, Rewe, wie sie alle heißen. Sorry für die Werbung. Ja, da kannst du dann ins Restaurant gehen. Gut, ist auch teuer auf Dauer. Ja, kann man nicht jeden Tag machen. Mache ich auch nicht wirklich jeden Tag. Na, dann hole ich mir halt eine Scheibe Brot raus aus. Rewe, Edeka oder Aldi. Oder was du halt so findest. Norma gibt's ja auch, ne? Und ja, was es halt dann so am Lebensmittel- oder Supermarkt gibt, sagen wir mal so. Da hole ich mir auch mal eine Scheibe Brot einfach nur raus und ja, mit Margarine nicht, dann hole ich halt mir eine Wurst raus und dann esse ich die halt unterwegs. Na, also ich bin da recht erfinderisch, was das angeht. Na, ob ich jetzt zu Hause einkaufe normal oder hier unterwegs, kommt aus dem Schlacht das Gleiche raus. Ja, also na, ich gucke auch irgendwie, dass ich sparsam bin und wenn, dann kaufe ich auch meistens, versuche ich auch Aldi zu nehmen, dann ist es am günstigsten und ja, mal ist Lidl am günstigsten, mal sind die am günstigsten. Ne, also ich versuche da mal Sachen rauszupicken. Ne, weil Restaurant, das mache ich immer so mal, so wenn Bergfest meistens ist, so Mittwoch. Heute haben wir Mittwoch. Gestern hatten wir noch Dienstag, stimmt. Heute ist Mittwoch. Heute ist mitten in der Woche. Das bedeutet, so gesehen für mich, langsam Endspurt. Langsam die letzten Kunden schaffen. Und ja, Leute, die Starterumgebung war schon genial. Draußen schönes Wetter, Sonne scheint. Und ja, was soll man sagen? Also das war hier ein schöner Standpunkt zum Schlafen. Ich glaube, wenn ich hier nochmal hinkomme, werde ich hier wieder nochmal übernächtigen. Weil hier kann man echt gut schlafen, man hat seine Ruhe. Kein Autobahnlärm, vielleicht mal
ab und zu abends mal so ein Auto hier lang, aber das stört dich wirklich nicht. Da schläfst du trotzdem bei, das merkst du gar nicht, wenn mal ein Auto so vorbeifährt oder zwei. Du schläfst tief und fest und ich muss sagen, ich bin wirklich ausgeschlafen, auch wenn ich nur, sage ich mal, so knapp, ja, ich bin erst um 0 Uhr eingeschlafen, weil es noch so warm war. Aber sonst fühle ich mich recht ausgeschlafen, noch nicht mal kaputt oder so ein bisschen müde noch, gar nicht. Also so richtig, ja, fit, Leute. Ja, fit kann man sagen dazu. Ich fühle mich richtig fit, Leute. Ja, Leute. Es war richtig mega, mega schön diese Woche, ehrlich. Und dann wollen wir uns jetzt mal so langsam fertig machen. Und ja, Leute, ehrlich, ich muss sagen, heute Morgen war schon alles perfekt. Der Kakao war perfekt. Genauso wie sie ihn mir gestern gemacht hat, wo ich Erdbeerkuchen gegessen habe, der auch mega lecker dort ist. Also wirklich, das Brothaus kann ich euch echt nur empfehlen, wenn ihr das mal seht. Ne? Also zumindest, wo ich hier bin, in Cottbus oder wie sich das nennt mit C. Cottbus oder so ist hier irgendwie der Landkreis, keine Ahnung. Ne? Und ja, es ist hier einfach mega lecker, ehrlich. Ich kann mich da echt nicht beklagen. Und ja, wir werden uns jetzt hier mal fertig machen langsam. Und euch wünsche ich noch ein schönes Bergfest. Und wir sehen uns dann nachher wieder. Und ich wünsche euch, wenn ich heute noch ein Drohnenvideo mache, viel Spaß damit. Bis dann.